Hello guys, willkommen zu diesem neuen Video Dubai Vlog slash ich weiß auch nicht so ganz, was ich jetzt hier mache. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ich dachte, ich nehme mich einfach mal wieder so ein bisschen mit. Happy New Year übrigens. 2024, wie komisch. Und es ist der 3. Januar und wir gehen jetzt gleich zum Strand. Wie ihr vielleicht wisst, falls ihr den anderen Vlog noch nicht geschaut habt, schaut ihn euch sehr gerne an. Wir leben ja hier in Downtown, das heißt kein Strand in Sicht. Und wir fahren jetzt zum Jumeirah. Das ist unser allerliebstes Hotel, da sind wir früher mal hingegangen, bevor wir unsere Wohnung hatten. Und da gehen wir jetzt zum Strand, weil wir wollten unbedingt noch einmal zum Strand gehen, bevor wir wieder nach Deutschland fliegen. Ja, ich weiß nicht übrigens, was los ist, warum meine Kamera so einen Filter hat. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, ob die Qualität jetzt gut ist, weil mir hat auch letztens ein Mädchen geschrieben, dass die Qualität irgendwie nicht so gut ist. Dann kurz zu meinem Outfit. Meine Shorts ist von Zara, meine Bluse ist auch von Zara und meine Tasche ist von Goyard. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir dort sind. Wuhu, wir sind im Anasim. Ich liebe das Hotel, das ist mein allerliebstes Hotel. Hier ist der Pool und alles. Also, da ist der Pool. Oh, ich bin jetzt am Strand. Ich glaube, ich sehe ganz, ganz schlimm aus. Und hier ist Becky. Becky, willst du was sagen? Wir wollen jetzt gerade Essen bestellen, weil wir haben richtig, richtig Hunger. Und wir waren jetzt schon im Meer. Die Wellen heute sind richtig, richtig gut. Aber es macht richtig Spaß, weil ja. Also nicht so schlimm, dass ihr gefühlt dort sterben könnt. Aber, das ist aber cool. Es ist richtig lustig. Ja, ist und dann waren wir gerade auch schon im Pool und wir suchen uns jetzt Essen aus, weil wir haben Hunger. Hast du Hunger? Super, ja. Natürlich. Natürlich. Ne? Unser Essen ist finally. Daniela hat so Chicken Ding. Becky hat Pizza und Pommes und Tomatennudeln. Hey Leute, guten Morgen. Es ist jetzt 10.20 Uhr, es ist schon der nächste Tag. Gestern waren wir noch im Nobu, hier auch im Atlantis in Dubai. Und wir waren beim Strand, wie gesagt, davon. Das war richtig, richtig cool. Ich war so müde, ich habe nicht mehr mitgevloggt. Und ich dachte, ich vlogge heute einfach weiter. Und dann wird es so ein Zusammenvlog oder so. Ich habe keinen Plan. Ich war gestern so todesmüde. Ich konnte nicht mehr. Ich bin mit meinem Make-up schlafen gegangen. Wie gesagt, bitte ignoriert mein Aussehen. Ich sehe gerade absolut schlimm aus. Das ist mein Brekkie Salat mit Hashbrown und dann noch so ein Gewürzmischung. Wir sind jetzt fertig und für uns geht es in die Dubai Mall, weil es ist mittlerweile kalt. Also es ist ja auch Januar und hier ist auch Winter. Es ist nur so 23 Grad oder sowas. Für Dubai ist es kalt. Beim Sommer sind hier 45 oder so. Und deswegen haben ich, Lilly und meine Mom uns beschlossen, jetzt noch in die Dubai Mall einen kleinen Abstecher zu machen, einfach rum zu spazieren, weil was soll man sonst tun? Wir sind jetzt in Italy. Kein Plan. Also hier gibt es so einen Laden. Hier gibt es so italienisches Eis und die machen jetzt aber Nudeln, Cooking School. Wie cool! Das will ich auch mal machen. Aber wir haben uns jetzt hier entschieden, weil wir haben Hunger. Das ist so gut. Für mich gibt es jetzt Pizza. Wir machen jetzt einen Taste-Test. Aber sieht voll lecker aus. Das bringt auch gar nichts. Ich habe mir was von Make-up bei Mario gekauft. Ich wollte jetzt schon richtig mal lange probieren, wie die Marke ist und einfach mal ausprobieren. Ich wollte jetzt schon richtig lange was von dem probieren und ich freue mich richtig. Ich zeige euch später, was ich gekauft habe. Und es war wieder richtig viel los, aber diesmal war es okay. Und ich bin richtig froh, dass ich vor ein paar Tagen die Bronzer Drops gekauft habe, weil die waren wieder komplett alle weg. Habe ich gestern die Bronzer Drops gekauft. Nein. Vor zwei, drei Tagen habe ich die Bronzer Drops gekauft. Die waren, glaube ich, fresh im Stock. Ich bin gerannt um mein Leben. Ich habe die sofort gekauft. Und jetzt gibt es schon wirklich wieder gar nichts. Also keinen einzigen Bronzer Drop. Ich bin bei American Eagle, weil ich so ein paar Mal die perfekte Jeans. Wer hat das hier bitte hingelegt? Ich hoffe, die passen mir, weil die sah so, so, so schön aus. Ich weiß nicht mal, ob 4 meine Größe ist. Ich verstehe die Größen hier nicht mal richtig. Aber gut, fangen wir an. Ich bin so verzweifelt. Ich bin 1,75 und die meisten Jeans, die ich anprobiere, sind mir einfach zu kurz. Und ich bin 1,75. Ich bin nicht mal 1,80 oder so. Ich kann aussehen. So, ich habe nichts Neues gekauft. Wir waren noch bei Miu Miu, da habe ich Schuhe anprobiert. So richtig süße High Heels, aber die habe ich da nicht mitgenommen.
und bei American Eagle, wie gesagt, aber ja, da war mir alles zu kurz. Da hat sich Liliana gerade noch was bei Pink gekauft und dann gehen wir zu Hause. Wir gehen nämlich noch ins Namos. Jedes Mal, wenn wir nach Dubai kommen, gehen wir einmal ins Namos, weil es ist so cool. Machen wir es auch noch gleich fertig und dann nehme ich euch gleich nochmal mit. So, ich bin back in der Wohnung von der Dubai Mall und ja, wir haben uns noch ein Starbucks geholt, habe ich euch ja gesehen. Ich weiß nicht, ob das Bild irgendwie schief ist oder so. Ich kann es gerade nicht so gut erkennen und ich mache mich jetzt fertig. Überlege mal, ob ich morgen einfach auch noch vlog. Ich will gleich direkt meinen neuen Bronzer Stick mit euch ausprobieren. Ich freue mich mega. Ich wollte mir schon mal den Blush Stick kaufen, habe mir dann noch was anderes gekauft. Und jetzt dachte ich mir irgendwie, ich habe so viele Blushes und so, ich brauche wirklich keinen. Ich habe viel zu viele. Aber was ich nicht habe, ist so ein Bronzer. Und ich wollte, glaube ich, jetzt schon länger so ein bisschen so ein Liquid Bronzer, beziehungsweise ein Cream. Dachte ich mir, ich muss den mitnehmen, weil der war auch im Vergleich zu den ganzen anderen Sachen in Dubai, also in Sephora, relativ so okay vom Preis. Weil so ein Mini-Stick, da gab es welche, die waren billiger, haben so 150 gekostet. Die haben, und der hat so 115 gekostet, also geht es wohl. Okay, ich mache jetzt nichts Wildes, weil ich finde, wenn man noch so viel, viel mehr Make-up früher macht, überschaut, also wenn man so sein Make-up refresht und noch richtig, richtig viel drauf macht, sieht es so richtig unsatisfying aus, wenn man schon davor Make-up getragen hat. Ja, ich habe jetzt leider keine Fragen oder so, weil ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, noch einen Fragensticker zu machen für eine Story. Ich dachte, ich mache einfach mal so ein bisschen Videotag. Aber ich finde es mega schade, dass morgen schon der letzte Tag ist. Ich habe absolut keine Lust auf Schule. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Ja, ich könnte wirklich heulen. Aber naja, ist nicht schlimm. Ich will mich auf jeden Fall nochmal... Also morgen gehen wahrscheinlich nochmal in die Dubai Mall. Weil wir wollten noch was kaufen. Weil ich gehe wahrscheinlich auf den Geburtstag meiner besten Freundin. Und da wollte ich ihr was mitbringen von hier. Ich habe halt jetzt im Endeffekt nicht so ganz verstanden, ob das mein Contouring-Stick ist oder ein Bronzer-Stick. Also da steht, es ist ein Soft Sculpt Shaping Stick, Contour Stick. Ja, Leute, das ist ja sein. Schaut lieber selber nach. Ich glaube, manchmal wissen die Mitarbeiter im Sephora gar nicht, von was sie sprechen, weil sie jetzt gemeint, es wäre ein Bronzer-Stick, aber okay. Machen wir einfach ein bisschen hierher. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon richtig viele Reviews dazu gesehen. Das Coolste ist halt hier so ein Pinsel. Das lässt sich richtig gut verblenden, muss ich jetzt schon. Okay. Doch, Leute, ich glaube, das war ein guter Bot. Er lässt sich richtig gut verblenden, muss ich sagen. Okay, also der Contour-Stick gefällt mir voll gut für die Nase. Ich weiß, man sieht es wahrscheinlich gerade nicht. Und es ist irgendwie immer so ein komischer Filter hier drauf. Wie gesagt, ich versuche, den wegzubekommen. Aber ich weiß, man sieht, das Licht ist gerade nicht so gut. Im Badezimmer. Ich habe hier aber gutes Licht. Aber der sieht ja richtig gut aus, was so Contouring angeht auf der Nase. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich werde nicht enttäuscht von dem sein. Ich mache mir schon eine Lippenkombo neu. Ich habe bei Kiko vor kurzem dieses Lip Product gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe so eine richtig geile Lipkombo. Da benutze ich immer so einen Lipgloss von Dior. Und ich habe den auf TikTok gesehen und der sieht so hier aus. 1:1 wie der von Dior. Also das ist der Lip Volume in der Farbe 01. Tutu Rose, das ist so eine Lipcreme, also es ist kein Lipgloss. By the way, das ist jetzt hier mein Outfit, das Kleid ist von Zara. Es ist halt mehr so ein Beach-Ding, aber wir gehen zum Namos und Namos ist auch Beach, deswegen ist eigentlich egal. Und ich habe auch keine Kleidung mehr. Ich weiß nicht, wie ich dieses Mal gepackt habe. Und genau, das ist von Zara. Kette Van Cleef, das ist Hermes, ein Knacki und solche Ohrringe von Amazon. Und ja, das ist mein Fit. Ich gehe jetzt wieder zurück und dann sehen wir uns gleich. Hey Leute, es ist jetzt wie immer ein Tag später. I'm sorry, ich war gestern so müde wieder. Aber wir sind jetzt zurück vom Namos und ich nehme euch heute noch mit. Das ist unser letzter Tag. Nein, ich liebe Dubai. Ich habe gar keine Lust auf Schule. Aber ich freue mich auf meine Daily Vlogs. Okay, zum Frühstück. Meine Familie ist schon weg, weil, wie immer, ich brauche am längsten. Okay, quick Outfit Check. Ich habe so diese richtig geile Jogginghose an von Gina. Die hat mir Liliana zu Weihnachten geschenkt und ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal getragen. Und ich liebe die. Ich finde die so cool und in Dubai ist es gar nicht mehr so warm. Es ist jetzt irgendwie nicht 30 Grad oder so, 27 Grad, dass ich jetzt irgendwie eine Shorts anziehen muss. Und mir wird es so mal richtig schnell kalt. Und dann habe ich meine Babys an, meine Adidas Campus. Die sind gefühlt ganz, ganz, ganz neu. Habe ich erst ein paar Tagen.
Und ich liebe sie. Die sind so toll, die sind so gemütlich. Ich liebe die schon jetzt. Oh, was ist denn das für ein Filter? Ich glaube, ich verspreche euch die ganze Zeit, dass ich den Filter wegmache, aber ich glaube, ich schaffe das gar nicht, den Filter noch erst wegzumachen. Auf meinem Gesicht. Okay, Aussicht. Wir müssen die Aussicht jetzt echt krass appreciaten, weil ich gerade so, es ist normal für mich schon hier zu sein, aber wenn ich ja wieder in Deutschland bin, dann vermisse ich ja alles und das Essen und alles einfach. So, Aussicht auf the day. Bei meinen Eltern ist die Aussicht aus dem Schlafzimmer noch viel, viel schöner. Wenn auch noch die Fountains an sind, das ist wunderschön, da ist so die Dubai Opera. Ich glaube, die Fenster sind nicht wirklich geputzt. Ja, genau, das ist ganz cool. Wir müssen heute packen und wir gehen auch nochmal in die Mall, weil wir müssen noch was erledigen. Ich warte auf jeden Fall gerade auf den Aufzug, dann fahre ich runter und dann gibt's Essen. So, ich esse hier also Chicken Tenders, so Hashbrown liebe ich. Und der Salat hier ist so gut, vor allem mit dem Balsamico Dressing. Und dann habe ich mir direkt, die wurden gerade frisch hingelegt, ich habe mir direkt ein paar Pancakes geholt mit Früchten. So, wir gehen jetzt zu Dubai Mall. Ich bin noch nicht mal geschminkt, ich wollte mich eigentlich noch schminken. Ich bin gerade aus den Rolltreppen, wir sind gerade im Hotelteil von dem Gebäude. Ich muss nicht mal die Jogginghose anziehen, weil ich dachte, es wird da zu heiß. Aber ich habe jetzt erstmal meinen Pink-Pulli. Der hat sie gestern gekauft. Und das dazu halt die passende Jogginghose. Ja. Dann meine Hose, die ist von Zara. Ja. Meine Schuhe sind von Dolce & Gabbana. Ja. Meine Tasche ist von Valentino. Und? Das war's. Der Anhänger, wer ist der süße Anhänger? Und der süße Anhänger ist von Miniso. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Aber wegen jetzt schon mal, weil es ist ja Freitag. Und es ist 11 Uhr, das heißt, wir haben jetzt so eine Stunde, ja, 1 bis 2 Stunden Zeit, bis es hier dann komplett abgeht und hier 1000 Menschen drin sind, weil, ja, es ist halt Freitag. Also wir müssen mal schauen und wir gehen als erstes dahin, wo es halt am vollsten ist. Ich bin gerade im Watsons und hier gibt es immer richtig coole Sachen. Oh, Gesundheit, Lilly. Hier ist wirklich alles möglich, voll cool. Stop, wo wir jetzt richtig viel Zeit verbringen werden, ist Kinokuniya. Das ist der coolste Buchladen, den es gibt. Aber einfach so... Das ist so reinstellen, so ein Wagen, Liliana, was machst du da? Und das hört sich ein bisschen komisch an, aber wir gehen jetzt ganz nach hinten und schauen uns den ganzen Buchladen an, weil das so Spaß macht, ihr versteht es gar nicht. Ich habe mir Icebreaker gekauft, weil das soll ja angeblich richtig gut sein. Aber es hat richtig gut getan, es macht richtig Spaß, weil da ist es richtig ruhig, da kommen wir voll runter. Ja, weil hier sind halt immer so viele Menschen. Kommt richtig mal. Did the damage im Miniso. Leute, in den Laden kann man nicht gehen. Ja, ich finde es immer irgendwas. Boah, ich wollte eigentlich noch ein Make-up. Die Bath & Body Works sind gerade so krass in Sale. Die kostet, glaube ich, 14 Euro eine Kerze. Und ich will die schon so lange. Ich wusste nicht mal, dass das von Bath & Body Works ist. Dieses White Barn. Die riecht richtig gut. Die riecht richtig gut. Und ich überlege gerade, welche von den beiden ich eher nehmen soll. Also. Ja, aber ich bin ein bisschen überfordert, weil das riecht so richtig fresh. Und das riecht aber auch irgendwie so fresh. Ich weiß nicht. Wir sind gerade noch mal im Hollister/DX. Und diese Umkleiden sind einfach... Wow, ich bin so fasziniert. Ich habe ein paar Hosen mitgenommen, weil ich suche ja noch immer eine Flare-Jeans, die mir nicht zu kurz ist. Und so ein Set. Meine Mutter findet das absolut hässlich, aber ich kann nicht loslassen. Und was ist das denn? Man kann hier einfach die... Ich glaube, man kann hier die Farben so ändern. Wartet mal. Was denken wir über das Set? Also, es haut mich jetzt nicht um. Aber die Farbe ist schon süß. So sieht es jetzt aus. Richtig gemütlich. Ich finde halt die Farbe so toll, weil wer liebt eigentlich kein Rosa? Also wer? Und jetzt noch Five Guys. Five Guys hat wirklich das Beste. So die besten Burger und so weiter. Und den Oreo Milkshake müsst ihr probieren. Das schmeckt so gut. Es ist jetzt später. Wir sind jetzt wieder back home. Es ist jetzt 19.11 Uhr und wir müssen 20 Minuten im Restaurant sein. Und ich dachte, ich mache euch noch einen Haul auf jeden Fall. Ich mache auf TikTok immer so am Ende einen Haul, was ich alles in Dubai gekauft habe. Aber ich mache euch von heute einen Haul, weil ich will nicht immer wieder alles noch rausholen und neu zeigen. Und das ist auch ein bisschen blöd. Ja, wir waren auf jeden Fall noch länger danach unterwegs, auch im Bershka und so. Aber es war einfach unnötig. Ich habe eigentlich nichts mehr gebraucht. Wir haben nichts mehr gebraucht, waren schon müde und dann sind wir gegangen. Und ich zeige euch jetzt einfach, was ich gekauft habe. Okay, fangen wir an in Kinokuniya. Das ist der coolste Buchladen, den es gibt. Und ich habe einfach in den letzten Monaten gemerkt, dass... es nicht so viel Sinn ergibt, ganz viele Bücher zu kaufen. Zur Zeit halt nach einer Zeit einfach nicht mehr freue, die zu lesen. Und deswegen versuche ich jetzt ein paar Bücher zu lesen und dann irgendwie noch ein neues zu kaufen, so mäßig. Und ich habe mir Icebreaker gekauft, weil ich lese gerade Twisted Love und ich bin jetzt schon bei Seite 200, also ich habe nicht mehr viel, 100 oder so. Und ich wollte dann noch Icebreaker lesen,
solange es noch Winter ist, Icebreaker. Passt, glaube ich, ganz gut. Und ich wollte mir das kaufen. Ich habe es auch voll oft auf TikTok gesehen, deswegen dachte ich, ja, genau. Dann ein Miniso, ja. So ein Krimskramsladen. Habe ich mir so eine Flasche gekauft. Für, weiß nicht, 2 Euro oder so. Umgerechnet. Und da mache ich, ich wollte so eine Sleek-Zöpfe machen. Weil ich mache immer so Wasser in meine Hand, dann mache ich es auf meine Haare und dann ist irgendwie alles nass. Deswegen dachte ich, fülle ich hier Wasser rein, dann mache ich es immer so auf meine Haare einfach. Ganz easy. Und dann konnte ich irgendwie nicht vorbeilaufen, das war so an der Kasse. Nämlich sind es so längliche Rollers. Das ist voll cool, weil sonst, auch wenn es so fette Rollers sind, man kriegt nicht so viel Haar rein. Und bei denen, ich mache die einfach hier an die Seiten, dann brauche ich irgendwie 2 für jede Seite. Und dann ist das auch gegessen. Also richtig cool. Und da drinnen sind auch noch dünnere Versionen davon. Also finde ich voll cool, weil da kann ich mehrere Haare reinmachen. Und es ist billig und es ist pink. Es ist rosa, Leute. Ich liebe rosa Sachen. Und dann die letzte Sache auch. Ich glaube, die letzte Sache war bei Bath & Body Works. Die haben nämlich gerade Sale und ich wusste es nicht, bin einfach so reingegangen. Ich habe mir einfach eine New White Barnes Candle gekauft. Ich will schon so lange eine. Ich dachte, die gibt es nur in Amerika, aber die gibt es anscheinend auch hier in Bath & Body Works. Weil ich dachte, das wäre irgendwie was anderes, aber ich glaube, das ist die Marke von Bath & Body Works. Und wie perfekt sieht die bitte aus? Die ist perfekt irgendwie. Ich habe das Gefühl, die ist für mich geschaffen. Die ist so weiß und dann hier so rosa. Sieht so schön aus. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich denken soll über den Geruch, weil der Geruch ist gut, aber es riecht halt nicht so, es ist halt nicht so mega, mega süß und es ist so ein sehr natürlicher Geruch. Und das ist hier übrigens die Geranium Fields. Aber ich glaube, dann, wenn man die anmacht, dann riecht sie richtig gut im Zimmer. Und ja, das war ein kleiner Haul von den Sachen. Wir waren gerade noch live mit Lilly. Ich liebe es, mit Liliana live zu gehen. Ich lache immer so viel und ich glaube, euch gefällt es auch voll. Und da haben wir unsere Koffer gepackt, weil wir haben unsere Koffer ja noch nicht mal gepackt, ne? Das war es ja auch noch. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin jetzt ready gemacht. Kleid ist von Love Shack Fancy, Van Cleef und es ist Amazon. Und yes. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt gleich nochmal ein Armband an oder sowas, aber ja. Genau. Thank you.